Hallo alle Strandfiguren, was geht bei euch? Herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog hier auf der Insel. Da unten, der Gärtner ist auch wieder am Start. Ich meine natürlich Loop damit, Tim ist auch wieder am Start. Und heute geht es ein bisschen um unser aktuelles Training, ja. Was wir so gerade machen, jeder von uns macht was anderes und da wollten wir so ein bisschen drüber vloggen, ein bisschen mit euch diskutieren, wie ihr gerade so Fortschritte macht, was das Training anbelangt und ja, warum ist das so wichtig? Nun, ich habe es gerade gemerkt, als ich aus dem Haus gegangen bin, ihr wisst ja alle, ne, Mittagsrunde, was gibt's da? Richtig, Cornetto. Dann dachte ich mir, okay, man muss auch mal ein bisschen wechseln, ja, neue Reize setzen für den Körper und habe mir heute so ein Langnese Gold reingezogen, ja, und ich muss sagen, schmeckt nicht gut, also nicht so gut jedenfalls wie ein Cornetto, aber das musste ich ja erstmal probieren, um das zu wissen und so ist es häufig beim Training. Tim hat nämlich gerade mir erzählt, dass er jetzt schon ein Jahr einen gleichen Trainingsplan durchzieht, oder? Ja, genau. Ich mache seit einem Jahr denselben Plan und ich mache immer gute Fortschritte, ja, ich kann mich immer noch steigern mit den Gewichten und habe auch immer noch Spaß dran, ja, und ich habe selber gemerkt jetzt, als ich neulich das Training verändert habe, ja, also da habe ich so ein HST-Training gemacht. HST, wofür steht das? Hypertrophie-spezifisches Training, ja. Hypertrophie-spezifisches Training. Und da geht man halt dreimal die Woche pumpen und macht so einen Ganzkörpersplit, so ein Ganzkörpertraining. Und das ist natürlich für mich so als bisschen Fortgeschrittenerin viel zu oft Beine zum Beispiel, ja. Also, und da hat man halt gemerkt, dass das Training auch voll kompliziert war, voll viele Parameter musste man da einstellen und so weiter. Und deswegen sage ich mal, man sollte das Training immer vereinfachen, sich auf die Basics konzentrieren. Das habe ich selber jetzt wieder am eigenen Leib gemerkt und gespürt. Ja. Und wenn ich ein Jahr denselben Trainingsplan mache, dann ist es vollkommen legitim, wenn ich mich immer noch steigere und es Spaß macht. Ja, genau. Und du bist ja bei diesen maximalen Kraftwerten schon ganz gut mittlerweile, bei Kniebeugen und so, ne? Und Kreuzheben. Ja. Kreuzheben warst du jetzt auch schon langsam, glaube ich, so in Richtung 200 langsam, oder? Ja, so 160. Na okay, dann schaffe ich so fünfmal. Okay, ja, dann schaffst du Maximum schon so 180, 190, ja. So, ne? Ja, ja. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Nicht schlecht. Ja, okay, aber 160 fünfmal ist schon eine richtig ordentliche Leistung. Setzt du sie immer zwischendurch ab, oder? Ja, ja. Okay, ja, ja, das so geht halt richtiges Kreuzheben. Sonst zählt es auch nicht, ne? Genau. Okay, ja, das war also Tims Training. Das heißt, dein aktueller Trainingsplan ist, was für ein Split oder was für eine... Ober-Unterkörper-Split. Bei Unterkörper Fokus auf Kniebeugen und Kreuzheben. Ja, also am gleichen Tag dann Kniebeugen, genau, Kreuz, okay. Ja. Einfach ein bisschen längere Pause dazwischen, danach noch ein bisschen Beinstreck, Beinbeuger, ja. Und Waden lasse ich immer weg, ja, weil ich keinen Bock drauf habe. Wer trainiert schon Waden, ganz ehrlich? Ja. Und ich habe beim 10-Wochen-Programm Home nicht ein einziges Waden-Dings durchgezogen. Und am Oberkörpertag halt auch wieder die Basics, Bankdrücken, mal abwechseln mit schräg, flach, ja. Und so weiter, Langhantel rudern, Schulterdrücken, Klimmzüge und dann auf was ich Bock habe. Und auf wie viele Trainingstage kommst du dann da so die Woche? Viermal pro Woche. Viermal pro Woche, okay. Ja. Also ich trainiere aktuell ein bisschen häufiger pro Woche, sogar fast täglich. Und zwar, weil ich einen ganz anderen Split mache. Ich mache im Prinzip einen 7er-Split, kann man sagen. Und zwar jeden Tag einfach nur eine Muskelgruppe. Weil ich ja zu Hause trainiere, nach wie vor. Ich habe überlegt, ob ich im Oktober vielleicht wieder anfange, zu McFit zu gehen, wenn es ein bisschen kälter wird und so. Jetzt aktuell haben wir hier noch 30 Grad. Richtig, richtig nices Wetter. Ist immer so übrigens. Jetzt war ja letzte Woche meine Hochzeitsparty hier auf Mallorca. Wir haben ja in Österreich geheiratet und trotzdem nochmal hier eine Party machen wollen mit so ein paar Freunden und so. Und die waren alle da. Wir hatten einen Tag so einen richtig krassen Sturm mit Hagel. Habt ihr vielleicht sogar in den Zeitungen irgendwo gelesen oder so. Gab sogar Schwerverletzte, glaube ich, auf der Insel. Überall Überschwemmungen und so. Und das Wetter war wirklich nicht so toll. Und jetzt, wo alle wieder weg sind, ist wirklich immer genauso. Jetzt, wo die ganzen Verwandten, die Freunde alle wieder weg sind, ist wieder so richtig geiles Wetter, ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist irgendwie immer so. Und nee, aber ich mache eine Muskelgruppe am Tag. Beispielsweise Brust vorgestern. Da habe ich dann 3 Sätze Kurzhantel-Schrägbankdrücken gemacht. Ja? So 3x 10 bis 12 Wiederholungen. Und danach noch 3 bis 4 Sätze Liegestütz auf den Kurzhanteln, ja, damit man weiter runterkommt, mit maximalen Wiederholungszahlen. Ja. Also richtig, richtig 6 intensive Sätze für die Brust. Das hat vollkommen ausgereicht. Ich habe jetzt immer noch fetten Muskelkater in der Brust und spüre richtig gut den Trainingseffekt. Und ja, dann am nächsten Tag kommt dann Rücken. Ja, 2 Rückenübungen, zum Beispiel einmal Klimmzüge, 3 bis 4 Sätze, maximale Wiederholung und
kombiniert mit Rudern, ja. Oder man kann da auch immer so ein bisschen wechseln, dass man sagt, okay, wo habe ich denn die meisten Defizite, wo will ich mich noch verbessern, ja. Und dann kommt am nächsten Tag erstmal die Beine. Kommen die Beine dran. Zu Hause kann man hier nicht ganz so gut halt Kniebeugen und so machen. Deswegen, ich mache immer Frontkniebeugen, abgewechselt mit Pistol Squats. Ja, also dann nochmal 3 Sätze Pistol Squats pro Seite, jeweils so viel wie geht. Dadurch kann man die Beine wunderbar zu Hause trainieren. Dann am nächsten Tag kommen nochmal die Arme dran, dann nochmal die Schultern und dann an einem Tag halt so Bauch, Core, Rückenstrecker und so kommt das alles dazu. Dann hast du den ganzen Körper trainiert und der Vorteil halt bei diesem Training ist, dass ich halt immer nur 15 Minuten bis maximal 20 Minuten trainieren muss. Und das kommt mir halt sehr meinem aktuellen Arbeitsalltag entgegen. Ja? Gut, man trainiert dadurch natürlich nur einmal pro Woche jede Muskelgruppe ungefähr. Aber trotzdem mache ich damit ganz gute Fortschritte wieder. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich so ab Oktober wieder das Zero-to-Hero-Programm mal anstarten und loslegen in ein Fitnessstudio, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich mich dazu motivieren kann, da immer zu McFit zu fahren oder ob ich nicht für zu Hause wieder irgendwas anderes mache. Jo, du noch irgendwas zum Training sagen? Training nicht, ne. Training nicht. Tja, Tim macht ja jetzt nicht nur Training an sich, sondern er ist ja auch in seinem Fitnessstudio auf dem aufsteigenden Ast, macht er schon richtig Karriere, kann man fast schon sagen, während der Ausbildung. Und dazu macht er auch gerade einen Fitnesskanal auf YouTube, wo es nicht darum geht, abzunehmen oder zuzunehmen, sondern wo es vor allem dazu geht, für Fitnesstrainer mal ein bisschen zuzunehmen, was so die Karrierechancen angeht. Ja, genau. Und da gibt er alle möglichen Tipps und so kannst du vielleicht nochmal kurz nochmal erzählen. Also wie man als Fitnesstrainer sich unterscheiden kann von anderen Leuten, ja, wie man mehr Geld verdienen kann als Fitnesstrainer, was man beachten muss, ja. Welche Ausbildungsmöglichkeiten es überhaupt gibt. Das ist so ein richtiger Dschungel, ja, wenn du dich damit schon mal befasst hast, ja. Was es an Ausbildungsmöglichkeiten gibt und so weiter. Und Verkauf werden wir noch ansprechen, das Thema Positionierung als Fitnesstrainer. Ich werde noch ein paar Interviews machen mit anderen Personal Trainern. Bewerbung wäre auch cool, ganz geil, wenn du das Thema machen würdest. Bewerbungsgespräche und Initiativbewerbung und so, weil das ist auch so ein ganz entscheidender Punkt. Das haben wir ja gestern beim Gassi zum Beispiel gesprochen. Ja. Und zwar, was ist eigentlich der Unterschied zwischen nur 1 oder 2 Euro mehr pro Stunde, die du verdienst, aufs Jahr gerechnet. Ja? Das ist so ein bisschen wie der Zinseszins, kennt ihr ja vielleicht aus der Aktienrechnung, ja, oder aus einer ganz normalen Zinseszinsrechnung. Angenommen, jetzt haben wir 2 Personen, ja, und der eine macht zum Beispiel 5% Rendite und der nächste macht 7% Rendite. Das klingt jetzt erstmal, ja, was sind schon diese 2%? Klingt erstmal nicht viel, aber rechnet das mal auf 30, 40 Jahre hinaus, dann habt ihr fast die doppelte Menge an Geld, ja, das Doppelte. Und, also je nachdem, wie viele Jahre ihr jetzt rechnen würdet. Und damit will ich nur sagen, als ich damals zum Beispiel als Fitnesstrainer angefangen habe, habe ich auch nur so 7,50 Euro oder so verdient pro Stunde. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich glaube, der Mindestlohn ist jetzt wie viel? 8,50 die Stunde. Überleg mal, 8,50 Euro die Stunde, ja? Und durch einen damals noch Zufall bin ich ja in diese Primavita-Geschichte reingerutscht, in ein Gesundheitszentrum, wo ich ab und zu Kurse vertreten habe. Ja, und dann habe ich über meine Nachbarin, weil die gesagt hat, ja, ich habe ab und zu da Herzsportkurse, Koya, könntest du mich nicht ab und zu mal vertreten? Und dann habe ich so gesehen, boah ey, die Kursleiter verdienen da 27 Euro für einen Kurs, den sie an der Stunde machen. Das heißt, der Unterschied zwischen 27 Euro und 8,50 Euro für eine Stunde Arbeit ist manchmal nur die Differenz zwischen deiner Initiative, die du bei einer Bewerbung irgendwie raushaust, oder einfach, dass du sie häufiger an unterschiedliche Stellen schickst. Und jetzt überleg mal, du hast, sag ich mal, diesen höheren Aufwand, musst dann vielleicht nochmal eine Zusatzqualifikation machen, eine Extra-Lizenz, eine A-Lizenz zum Beispiel als Fitnesstrainer. Und das kostet dich vielleicht irgendwie 2, 3 Monate oder vielleicht so ein ganzes Jahr harte Arbeit, ja. Und dann hast du aber den Rest deines Lebens mehr als das Doppelte verdienst, ja. Und das ist genau das, worüber auch Tim auf dem Kanal spricht. Also für die Leute, die sich interessieren, könnt ihr gerne das mal auschecken. Und ansonsten ja, sind wir jetzt gleich auch wieder zu Hause und werden mal das Meer noch abchecken. Das Meer abchecken und gucken. Genau, wir müssen mit Leon noch an den Strand schwimmen gehen. Müssen. Oh. Scheiße. Haut rein.